Glücksbringer bist, dass die Wunderlands seit Generationen gesehen haben. Aber auch wenn du den Angriff des Dragon Lords abgewehrt hast, kann ihn nur eine Sache besiegen. Zieh los und finde... Das Seelenschwert! Das wollte ich gerade erklären! Ja, das ist das Seelenschwert. Und danke, Valentine, dass du auf die Details achtest. Das Seelenschwert ist die coolste Waffe im ganzen Spiel. Kriegen wir das wirklich? Na klar, wenn ihr die Quest abschließt, schon. Ich morde mich durch die ganze Quest und alle Charaktere darin. Ich will dieses Schwert. Bisschen heftig. Aber die richtige Einstellung, schätze ich. Wenn das nicht mein Glückstag ist. Hat sie nicht einfach die Seele des Dragon Lord absorbiert und es beendet? Weil, keine Ahnung, er ist zwar böse, aber nicht so böse. Wollt ihr etwa nicht gegen einen Bösewicht kämpfen? Huh, Fred? Ganz genau, Fred. Klappe. Ab mit dir! Na hallo! Du hast es auf das Seelenschwert abgesehen, oder? Und mich haben sie hier drin deponiert, weil ich zu besitzergreifend war. Dass ich nicht lache! Ich hole mir das Seelenschwert vor dir! Und dann macht der Dragonlord mich zu seiner rechten Hand! Hey, die will uns doch nur hinhalten! Schieß! Ins Gesicht! Immer wieder! Der Dragonlord ist verdammt cool und böse! Im Gegensatz zu dir, Schnuckelchen! Du bist nur ein widerlicher Schicksal! Klassische Narzisstin. Hab viel von mir selbst in dir erkannt. Das funktioniert bei mir nicht, Trottel! Ich sagte doch, ich bin besitzergreifend! Der Körper war eh kacke! Ich hol dir ein besseres! Hast du gehört, was sie über mich gesagt hat? Nicht so böse. Netter Versuch, aber sie kann mich nicht im Nachhinein zum Antagonisten all ihrer Kampagnen stempeln. Warte, da war mal dieser andere Kerl. Ein Zauberer. Der Stümper wollte meinen Job übernehmen. Aber hübsch war er. Wirklich. Hoffe, du hast deine Lektion gelernt.
Löffel ist abgearbeitet. Kann's weitergehen? Das ist eine verdammt detaillierte Karte, muss ich ja sagen. Wir haben... Möge die Magie beginnen. Du Glückspilz. Ich habe Frischfleisch. Gut, gut, gut. Noch mehr Bösewichte. Das ist doch hier nicht. Ich sterbe. Neue Munition. Töten von Dingen, nämlich dass sie tot bleiben und die Fresse halten. Im Inneren des Mausoleums bringt euch eine Kiste ins Auge. Dunkelmagie verleiht einem lebensraubende Kräfte. Klingt böse, aber nennen wir es moralische Grauzone. Ein wenig Grabräuberei, ja? Ich wusste, du bist nicht komplett langweilig. Trotzdem werde ich dir das Schwert wegschnappen. Lernen wir uns näher kennen, an einem gemütlichen, ruhigen Ort. Wie deinem Grab. Und im Anschlag.
Munition! Kugeln im Anschlag! Ehrlich, das passiert sonst nie!
Je mehr Würfel, desto besser die Beute. Wer immer da drin ist, ich würde von plötzlichen Bewegungen abraten. Die eigene Stimme hallt in den grausigen Ruinen wieder, aber es kommt keine Antwort. Was ist das? Verbrenntes Spitzen auf Königin! Locker bleiben! Das ist nur ein Imitator. Deshalb schieße ich auf jede Truhe, um auf Nummer sicher zu gehen. Wirkt bei seinem ablebenden Glimm. Ihr müsst ihn laut am Altar draußen vorlesen. Mein Albtraum. Lesen? Laut lesen. Das ist mal ein Glückswürfel. Auf den Altar und verkündet das Gelübde der Schicksalsbringer. Klar, habe ich schon eine Menge, aber ich könnte noch mehr. Das Schicksal entzweit uns. Es eint uns. Ah, das ist gut. Yeah, yeah. Das gefällt mir. Das Schicksal eint uns. Kommt auf mein Wunschmandala. Glaubst du wirklich an sowas, Tina? Was? Nein, das ist bloß Fantasiekram. Aber ich schätze, das Schicksal hat uns vereint, damit wir gemeinsam spielen. Oder so. Keine Ahnung. Der modrige Grab ist voller Fäulnis und ekligen roten Zeug. Überregend kurz gleich. Oh, quasi wie in Valentines Privatquartier. Stinkhausen. Da braucht man einmal selbstgemachten Ketchup-Wein. Du hast keine Chance. Du hast keine Chance gegen uns. Wir sind nämlich zusammen. Wirf es auf den Haufen. Ich bin ein Paladin, nicht ein verdammter Healer.
entspann dich. Am besten beim Verkaufsautomaten. Entschuldige mich kurz, während ich mir was Tödliches überziehe. Du kriegst das Seelenschwert nicht, Schwächer! Dieses Mal töte sie so hart, dass sie nicht wieder aufsteht. Noch nicht fertig! Mächtiger Roboter! Polizist! Kriegt man diese Zombicke denn gar nicht tot? Her mit dem Schwert! Du kannst ja nicht mal richtig damit umgehen. Es muss mit Seelenenergie aufgeladen werden. Und die gibt es nur von deiner geliebten Königin oder den Seelen von Lebenden. Mir fällt da spontan eine Seele ein, die absorbiert werden müsste. Her mit dem Schwert! Was? Nein! Nicht so! Nein! Nein, 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 nein! Nein! Das Seelenschwert scheppert auf dem Boden. In etwa so. Glaub, jetzt müsst ihr das Schwert zurück nach Brachthof bringen. Ein Stadtportal öffnet sich. Ich fühle mich magisch.
Danke. Ich liebe mich auch. Arschgaul heißt euch, dorthin zu sehen. Sie hat etwas Besonderes für euch. Ich werde sie stets in Ehren halten. Hey, Statuen zu verkaufen! Will jemand eine Statue kaufen? Hervorragende Leistung, Schicksalsbringer! Die Stadt ist wieder sicher, florierend und frei von Skeletten. Da die Belagerung nun beendet ist, möchtest du dich sicher mit unseren Annehmlichkeiten vertraut machen. Such zuerst die Schmiede auf. Meine Augen sind voller Ruß. Oh, niemand Besonderes. Nur die Heldin von Prachthof. Izzy schickt mich. Oh, der Held von Prachthof? Ich habe noch nie einen Schicksalsbringer getroffen. Ach je, du brauchst eine bessere Ausrüstung. Also meine Waffen und Rüstungen sind per Exklusivvertrag mit der Krone für die Automaten bestimmt. Bin stolzer Bestandteil des vorindustriellen Militärapparats. Aber ich kann dir Erweiterungen für deine Tragekapazität verkaufen. Mehr Kugel, mehr Beute, mehr Spaß. Hier, ein kostenloses Warenmuster geht aufs Haus. Hier im Prachthof umsiehst, solltest du unbedingt mit der reizenden Betreiberin der Limo-Taverne sprechen. Sie heißt Izzy. Niemand zapft wie sie. Limo. Klar, habe ich schon eine Menge, aber ich könnte noch mehr haben. Die Schankwirtin winkt euch herbei. Auf eine Weise, wie es nur Schankwirte tun. Du hast doch einen. Willkommen bei Izzys Spritzer, wo alle Flüssigkeiten ausschließlich aus Limo bestehen. Bist du der neue Schicksalsbringer und hast die Skelette vertrieben? Mein Ruf eilt mir voraus. Und ausnahmsweise setzt es dafür keine Schläge. Na dann, danke für nichts. Die halbe Stadt hat sich hier verschanzt und Charlie Temples gesoffen, als ob die Welt zu Ende geht. Ich mach nur Spaß, Schicksalsbringer. Du hast uns einen riesen Gefallen getan. Also, zum Dank dafür, dass du unsere Stadt gerettet hast, steht dir das Angebot der Limo-Taverne zur Verfügung. Hier ist ein magischer Schnellwechselkiosk, falls du mal irgendwas Wesentliches an dir verändern willst. Seltsamerweise kostenlos. Entlang. Und hier unsere verlorene Beutemaschine. Sehr beliebt. Wenn deine Feinde schickes Zeug verlieren und du es übersiehst, erscheint es hier. Und schließlich gibt es in der Welt da draußen viele Bürger, die deine Hilfe gebrauchen könnten. Ein paar davon hängen hier in der Limo-Taverne ab. Andere hängen in der Stadt Poster auf. War voll heute. Und ich stand ganz allein an der alkoholfreien Getränketheke. Oh, hör mich an, plappere hier rum, während du Abenteuer bestreiten könntest. Hab einen spritzigen Tag. Schicksalsbringer, ich habe eine Überraschung für dich. Die Königin ist so beeindruckt von dir, dass du die Ritterwürde erhältst.
Glückwunsch! Komm zum Zottelplatz. Nun dann, wir haben Valentines albernen Questkram erledigt. Lasst uns jetzt die Gegend plündern. Ich will Beute machen. Was? Helden plündern nicht. Wir haben die Quest so gut wie beendet. Ich will wissen, was passiert. Ich fasse es nicht. Die Königin ist tot. Arschgaul! Nein! Tina, was zum Geier? Keine Ahnung, das war nicht vorgesehen. Lass mich kurz nachdenken. Oh, sie hat echt gedacht, sie könnte dich auf die gleiche Heldenreise schicken wie immer. Tja, diesmal nicht. Ich habe jetzt die Kontrolle. Der Schicksalsbringer ist verloren. Was man einst so sicher wähnte, ist jetzt fragil und gebrochen. Aber eine Wahrheit bleibt bestehen. Die Mächte des Bösen müssen aufgehalten werden. Ein lautes, donnerndes Geräusch ertönt. Grauen Höllen, was jetzt? Das kommt von hinter den Docks! Los, Schicksalsbringer! Ich fürchte, deine Arbeit ist noch nicht getan!